Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder eine Zuschauerfrage, auch wieder eine interessante. Sie kommt von Josef und sie liest sich wie folgt. Hallo Martin, ich glaube, dass zwei meiner Fische die Schlafkrankheit haben. Sie raten bei diesem Problem zum Aufsalzen des Teiches auf 0,6%, worauf ich aber verzichten möchte, da ich meinen Teich regelmäßig mit Kaliumpermanganat 2,5 Gramm pro Kubikmeter behandle und dies auch gerne so weiterführen möchte. Deshalb wäre es interessant, welche andere Behandlungsmöglichkeiten es gegen die Schlafkrankheit gibt, beziehungsweise ob eine Kaliumpermanganat-Behandlung die Symptome auch beseitigen würde. Vielen Dank im Voraus. Weiter so mit dem Blog. Mit freundlichen Grüßen, Josef. Nein, es gibt keine andere Behandlungsmöglichkeit. Und das ist auch der Grund, warum wir empfehlen, die Teiche vor dem Hinzusetzen neuer Fische auf 0,5 bis 0,6 aufzusalzen. Und mit Kaliumpermanganat wirst du da reichlich wenig ausrichten können. Vielleicht verschwindet es von alleine wieder irgendwann. So ein Koi hat ein Immunsystem und der arbeitet und das arbeitet da dagegen. Aber es könnte auch sein, dass dann Fische dabei kaputt gehen oder wirklich auch Folgeschäden haben, von denen sie sich nie wieder erholen. Aber du schreibst im ersten Satz schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, dass zwei meiner Fische die Schlafkrankheit haben. Mach aus Glauben Wissen, hol dir diese Proberöhrchen, betäub einen dieser Fische, mach einen Kiemenabstrich, der dann so ganz leicht, also Sandra Lechleiter macht das immer so, du kannst entweder ein ganz kleines Stück Kieme rausschneiden mit einer Nagelschere oder du machst einen kleinen Abstrich, gibst dann, dass es so leicht blutig ist, wenn du mit diesen Abstrichgläsern über die Kiemen gehst, machst das in das Röhrchen rein, schickst es zu Taurus-Diagnostik und lässt es auf KHV, CEV und Columnaris untersuchen und am Ende weißt du, hast du die Schlafkrankheit, musst du dagegen behandeln oder hast du sie eben nicht? Und sollte dann CEV rauskommen, dann kann ich dir nur empfehlen, salz deinen Teich auf 0,5 bis 0,6% und wenn möglich, und das ist eigentlich fast genauso wichtig, den Teich auf 26 Grad, das mindestens für 20 bis 21 Tage und danach ist in aller Regel der Spuck wieder vorbei. So. Woran das mit dem Salz liegt, ich habe da mal mit Makoto zusammen einen Bericht in einer japanischen Zeitschrift gelesen. Da geht es um die roten Blutkörperchen irgendwie, aber ich bin kein Mediziner. Ich gebe jetzt nur das wieder, was in dem Artikel stand. Das führt wohl dazu, die Schlafkrankheit, dass die roten Blutkörperchen anschwellen. Und durch das Aufsalzen wird das verhindert, beziehungsweise wird, wenn sie schon angeschwollen sind, fangen die wieder an abzuschwellen. Und dadurch kann sich der Fisch besser regenerieren und die ganze Geschichte abheilen und das Immunsystem dann irgendwann mit dem Virus alleine zurechtkommt. Das ist der Grund, warum man mit Salz arbeitet und das ist übrigens auch der Grund, warum die ganze Koi-Industrie in Japan schon seit es Koi gibt und insbesondere seit es die Schlafkrankheit gibt, ich weiß jetzt nicht genau, wann die angefangen hat, dass das ein unverzichtbares, und ich sage es jetzt ganz ehrlich, ein unverzichtbares Medikament bei der Haltung von Koi ist. Und damit sollten Sie sich eigentlich irgendwann mal abfinden, dass es ohne Salz eigentlich nicht geht. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man mit Salz arbeitet, Salz kostet nicht viel. Salz hat auch viele andere sehr positive Effekte auf den Fisch und auf die Umgebung Wasser, zum Beispiel auch der algenhemmende und algenabtötende Effekt. Damit kann man hervorragend arbeiten und das ist schlicht und ergreifend, insbesondere auch im Hinblick auf CEV, dass man ohne Salz gar nicht vernünftig therapieren kann, ist ein unverzichtbares Mittel für die Koi-Haltung. Und drum, wenn Sie jetzt einen neuen Teich bauen, gucken Sie, dass Sie auf Pflanzen verzichten oder dass Sie Pflanzen in eigene Behältnisse packen, die vom eigentlichen Wasserkreislauf getrennt sind. Auch das hat viele Vorteile. Ich weiß, es gibt viele, viele naturnah angelegte Teiche, die funktionieren seit vielen, vielen Jahren hervorragend und es gab nie Probleme. Aber es gibt genauso viele naturnah angelegte Teiche, wo irgendwann mal die Krätze drin war und man hat sie nie wieder rausbekommen, weil auch viele andere Parasitenmittel etc. pp. Sind in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt, wenn viele Pflanzen da sind, weil da auch so eine zehrende und so eine bindende Wirkung mit vorhanden ist. Und ich kenne einige, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, war ich bei Fulda, war ich zum Blocken, der wo Liebeshaus auf dem Ding, 3, 2, 1, Name fällt mir nicht ein, der hat auch einen Pflanzenteich gehabt, hatte jahrelang Probleme mit seinen Koi und erst nachdem er angefangen hat und hat das Pflanzenbeet leergeräumt, heute ist es ein Karashi-Aufzuchtbecken, erst als er das leergeräumt hat, war plötzlich das Koi-Hobby einfacher, weil er plötzlich die Probleme, die er jahrelang hatte, dass er die jetzt vernünftig behandeln konnte. Also Josef, Kaliumpermanganat ist das eine, ja, das hat eine stark antibakterielle Wirkung und Salz ist was ganz anderes, das ist ein physiologischer Effekt, den man da auslöst im Fisch, damit er sich von der Schlafkrankheit erholen, regenerieren kann und
irgendwann sich auch selber dagegen zur Wehr setzen kann. Aber vielen Dank für deine Frage. Aber Pest und Cholera sind zweierlei Dinge. Bis dann, mach's gut und bis zum nächsten Blog.